schnell sind die Schuhe umgezogen und jetzt geht's nach Hause, denn ich habe Feierabend, es ist Mittwoch und ich hoffe, ich kann euch später noch ein bisschen was erzählen. So, ich habe mich entschieden, auch nach Woche 2, dass ich das Buch ja noch nicht beendet habe, dass ich noch weiter filme. Das heißt, ich erzähle euch tatsächlich in diesem Video später, bald, noch ein bisschen mehr darüber, ohne ein einziges Wort von Rosie Welch. Ich hoffe, ihr könnt diesen Titel und diese Autorin noch hören, denn ich konnte es schon fast nicht mehr hören, als ich das Video zum Dienstagsvlog Nummer 4 bearbeitet habe. Ich habe Titel und Autorin so oft genannt, ebenso wie Emma Seymour, Timing is Everything. Ja, also entweder ist es jetzt eingebrannt oder ich kann es irgendwann nicht mehr hören und nie wieder sagen. Auf jeden Fall, ich habe in diesem Buch nicht wirklich viel weitergelesen. Ich glaube, zum letzten Stand Seite 175 bin ich jetzt. Ich glaube, ungefähr in der Gegend war ich schon. Was aber viel wichtiger ist, ein anderer Nachtrag. Zuletzt im Video. Mein Song. Das kann man jetzt nicht richtig sehen. Ich pack's mal eben aus. Ja, das Ganze ist noch eingeschweißt. Gestaltetes Buch. Ich zeige es euch mal eben. So, folgendermaßen schaut das Ganze aus. Texte zum Soundtrack des Lebens von den verschiedenen Autoren. Zum Beispiel Udo Lindenberg ist drin, Reinhard May, auch Tommy Bayer. Der hat dieses Buch mit diesem Lottogewinn geschrieben. Habe ich als Hörbuch gehört. War sehr, sehr schön. Rafik Shami ist mit dabei. Durchaus von allen bekannt, würde ich behaupten. Wim Wenders, Juli C. Wolfgang Niedecken, genau. Elke Heidenreich, Susa Bank. Ja. Also, von dem her durchaus bekannte Menschen. Und hinten drauf steht: Wenn Bob Dylan den Kuppler spielt, Janis Joplin die Gefängnistore sprengt oder Mick Jagger den Liebeskummer lindert, prominente Autoren erzählen von den Liedern, die ihr Leben aufs Intensivste geprägt haben. Ein Songbook voll großer Momente und ganz persönliche Musikgeschichten. Ja, sehr spannend, im Arthur Vivendi Verlag erschienen. Ich finde auch sehr schön ein schwarzer Buchschnitt. Fokussiert. Ihr seht auf jeden Fall, es ist schwarz. Genau. Ich schlage das Ganze mal auf. Dieses große Format ist durchaus auch reizvoll. Jetzt muss ich gucken, dass mir das Ganze nicht vom Bein rutscht. Und da stehen so schöne Zitate direkt zu Beginn. Zum Beispiel: Music was my first love and it will be my last. Kennen wir, denke ich, alle. Oder auch ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum von Friedrich Nietzsche. Durchaus unglaublich positiv gestimmt, dieser ja mal wieder. Und die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Ja, wie hier sichtbar wird, sind das unglaublich viele einzelne Geschichten. Und das sieht man auch gleich an den Überschriften, denn ja, hier zum Beispiel beginnt die Geschichte von Ewald Ahrens. Und die ist jetzt 2 Seiten zu lang und dann beginnt schon die nächste Geschichte. Ja, deswegen, wie gesagt, ganz, ganz viele Geschichten hier dran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Ganze hat an die 150 Seiten. Hinten sind auch nochmal alle Songs drin. Hotel California von den Eagles. Ja. Ich schätze mal, ich werde hier noch ein paar neue... Genau, die ganzen Autoren stehen hier auch nochmal drin. Ich werde hier vermutlich ein paar neue Lieder entdecken, vielleicht auch ein paar Autoren entdecken, von denen ich mir denke, huch, noch nie was gehört. Oh, da sehe ich gerade Elmar Tannert.
Die Liebe aus dem Radio in der Pension Jasmin. Elmar Tannert, für diejenigen, die ihn vielleicht kennen oder auch noch nicht, ist, ich sag mal, eine lokale Bekanntheit in Mittelfranken oder so. Schreibt euch doch mal was für die Zeitung. Und ja, ich konnte ihn auch schon kennenlernen. Rafik Shami. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde vermutlich nicht alle auf einmal lesen, denn das wird schwierig, dann alles zu behalten und nicht durcheinander zu kommen. Aber ich werde garantiert in der nächsten Zeit ein bisschen reinschnuppern und mir einige davon zu Gemüte führen. So, der Zeitpunkt ist gekommen. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu diesem Buch hier. Und zwar, weil es zum Lesen so dunkel ist, aber die Kamera erzählt mir, es wäre ein bisschen heller. Macht nichts. Dieses Buch, ich erwähne den Titel jetzt nicht noch einmal, sonst kommt er mir zu den Ohren raus. Ich bin, wie gesagt, so auf Seite 180 mittlerweile, circa, oder 200. Und es ist Mittwochabend, ich weiß trotzdem nicht, ob ich das schaffe bis, wobei ich könnte es wirklich hinkriegen, bis nächste Woche Dienstag, dieses Buch dann auszulesen und euch dann ein komplettes Fazit geben zu können. Aber ich möchte euch nochmal ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Und zwar, ich weiß nicht ganz genau, was ich bisher erzählt habe. Den Klappentext habe ich auf jeden Fall schon mal vorgelesen. Und es geht auf jeden Fall darum, dass Sarah Eddie kennenlernt und Eddie ist nur für ein paar Tage da oder beziehungsweise die beiden haben nur die Möglichkeit, sich für ein paar Tage zu sehen und Sarah besucht ihre Eltern, deswegen ist sie dort und Eddie arbeitet, lebt dort als Schreiner, ist ein großer, breiter Mann, starker, kräftiger Mann, ja, der aber trotzdem wohl auch ein super guten Humor hat und sehr umgänglich ist und ja, sie verstehen sich auf Anhieb und sie verstehen sich sehr, sehr gut, sie können viel, sie haben viele Dinge gemeinsam, sie finden heraus, sie haben einige Schnittpunkte im Leben, sie hätten sich also schon vorher begegnen können, waren wohl an ähnlichen Stellen schon oder ja, hätten schon längst mal sich treffen können, ist aber eben nicht passiert. Und dann passiert Folgendes, dass Eddie sagt, er fährt zum Flughafen, meldet sich aber nochmal und fliegt eigentlich in den Urlaub. Ja, ab dem Zeitpunkt erfährt Sarah nichts mehr und sie macht sich dann nach einer gewissen Zeit auch Sorgen, weil sie eben so gar nichts mehr von ihm erfährt. Mit den heutigen Möglichkeiten, das heißt Social Media, ist es natürlich nicht weit hergeholt, dass dann eben auch geguckt wird auf Facebook und so weiter, wann er denn das letzte Mal online war, was er denn, ob er irgendwelche Nachrichten gelesen, gekriegt hat. Und dergleichen. Heißt, Sarah macht sich ziemlich viele Sorgen und weiß so gar nicht, was sie tun soll. Und was passiert ist. Das heißt, das Ganze driftet gerade so ab in so einen mysteriösen, ja, fast ein bisschen düster, dunklen Teil und das ist schon auch ganz schön soweit. Ich finde nur, es passiert noch ganz viel anderes drumherum, denn man erfährt noch ganz viel um den Ex-Mann von Sarah und dessen neue Freundin, alte Schulfreunde von Sarah und deren Beziehungen, ja, verhasste Klassenkameradinnen, die sie wieder trifft und aus welchem Grund sie die trifft und was das für eine Veranstaltung ist und wie sie da hinfahren und währenddessen, wie sie interagiert mit dem Sohn einer Freundin, was dann mit diesem Sohn passiert. Also es ist unglaublich viel, was da drumherum noch passiert. Ist schön, weil man kann so richtig reinfallen lassen, so ein bisschen Schmökern drin. Mir aber fast im Moment ein bisschen viel, muss ich sagen. Heißt,
Ich hätte vielleicht auch ganz gern gehabt, wenn das ein bisschen stringenter und klarer gewesen wäre und ja, nicht ganz so viel drumherum. Vielleicht auch einfach, weil der Kontrast jetzt so stark ist zwischen Time is Everything, das Buch, das ich vorher gelesen habe, das E-Book, weil in diesem E-Book passiert auch viel, aber es passiert nicht so viel drum herum, sondern es passiert eine Geschichte. Und die füllt genug aus und die ist toll. Und hier drin passiert irgendwie eine Geschichte und dann noch was drumherum und noch was drumherum und um das drumherum noch was drumherum gefühlt. Und das ist so gerade ein bisschen viel. Genau. Ja. Deswegen irgendwie ganz anders. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe festgestellt im Nachhinein, dass Rosie World auch zur Little Love kommt. Im November in München wird sie da sein und ja, da freue ich mich drauf, denn ich habe schon Karten für die Little Love und ihr dürft mir sehr gerne mal schreiben, wer denn von euch auch auf der Little Love sein wird. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns da mal treffen würden. Ja, also traut euch ruhig, schreibt mir, wenn ihr da seid oder meldet euch irgendwie bei mir. Ja, und da werde ich die Autorin treffen können. Wenn ich das jedenfalls richtig mitgekriegt habe. Und mir definitiv eine Widmung abholen. Und bis dahin habe ich es hoffentlich dann auch ganz gelesen. Und hoffentlich gefällt es mir dann auch das Ende. Ich bin sehr gespannt. Jetzt lese ich so sehr und hoffe so sehr darauf hin und habe es noch herausgefunden. Und dann am Ende gefällt es mir nicht. Nein, das wird schon noch. Genau. Abgesehen davon hatte ich die Idee, ob ich mir nicht, ob ich mir nicht noch ein paar andere Autoren angucke, die, oder Autorinnen, besser gesagt, es sind ja fast nur Autorinnen, die zu Little Love kommen und dass ich mir deren aktuelle Bücher noch angucke und die eventuell lesen werde. Eines weiß ich, habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Ich glaube, es war noch mehr, was ich auch gelesen habe. Auf jeden Fall eines, nämlich Adriana Popescus, Mein Sommer auf dem Mond. Absolute Empfehlung. Ja, guckt unter dem i den Dienstagsblog dazu an. Es ist ein so tolles Buch. Ja, da freue ich mich drauf, sie da zu treffen, sie überhaupt mal live zu treffen, Adriana Popescu. Ich bin so gespannt. Ich habe sie sehr, sehr lange auf Instagram und so weiter verfolgt und habe viel ja, mitgekriegt. Totales Fangirl und deswegen freue ich mich darauf. Also auf Adriana Popescu auf jeden Fall und auf Rosie Welsh eben auch, vielleicht eben auch noch auf andere, die ich bis dahin vielleicht noch entdecken werde, Autoren. Und ja, schreibt mir gerne, wenn ihr ein bestimmtes Buch vielleicht von einer bestimmten Autorin, wenn es euch interessieren würde und mich vielleicht auch interessieren könnte oder ihr es schon kennt und mir empfehlen könnt und diese Autorin vielleicht eben auch auf der Little Love ist. Ich würde mich freuen und dann ja, wird es für mich jetzt nach innen gehen, weil da habe ich dann genug Licht, um weiterzulesen. Und dann gibt's bestimmt morgen wieder was von mir. Gute Nacht. Und zwar Donnerstagabend. Ich wollte Dienstag natürlich diesen Vlog beenden, habe ich nicht geschafft.
Es geht immer noch um dieses Buch und ich kann es euch gerade nicht sagen, ich muss mal eben nachgucken. Ich glaube, ich bin seitdem nicht weitergekommen, seit ich mich das letzte Mal irgendwas dazu gesagt habe. Denn 177, ich glaube 75 oder so habe ich das letzte Mal gesagt. Ich habe nicht mal das Kapitel beendet. Ja, es haben sich mal wieder alle möglichen Ereignisse überschlagen und ich habe mir schon die ganze Zeit eigentlich viel zu erzählen. Andererseits möchte ich es nicht erzählen, weil es sehr privat ist. Und auch wenn es vielleicht ähnlich klingt oder genau gleich klingt, wie schon seit den letzten zwei, beziehungsweise jetzt mit dem hier letzten drei Videos, es hat sich dahingehend nochmal geändert. Also es ist quasi so, dass ich, welche Nummer war das denn? Nummer 4? Ich glaube Nummer 4. Da hat sich schon einiges geändert und standen große Dinge bevor und jetzt hat sich wieder was geändert und zwischendrin auch nochmal. Also ja, und es war eben viel los. Ich hatte schöne Begegnungen, schöne Erlebnisse. Ich habe natürlich auch nicht so Schönes erlebt, aber ganz abgesehen davon war die Zeit bisher sehr schön. Es ist natürlich mega heiß, deswegen sehe ich irgendwie auch so knallrot aus. Viel Chaos, wenig Sinn, auf jeden Fall. Was ich damit sagen möchte, hiermit endet das Video über dieses Buch. Wenn ich es ausgelesen habe, schaffe ich es hoffentlich noch, euch ein komplettes Feedback zu drehen. Ich werde eventuell jetzt weiterlesen, aber garantiert auch nicht auslesen. Denn ja, euch weiter mitzunehmen, macht für mich im Moment nicht so richtig, ergibt für mich nicht so richtig Sinn. Das heißt, ich würde es grundsätzlich ganz gerne tun, aber ich weiß, ich komme in nächsten Tagen, Wochen nicht dazu. Und wie gesagt, es stehen große Veränderungen an und ja, jetzt ist gerade der 2. August. Wenn ihr das seht, ist mindestens schon eine Woche später oder Mitte August. Auf jeden Fall heißt das Ganze erstmal Abschied nehmen und ich kann euch nicht genau sagen, wann euch das nächste Video erwartet und ob ich in nächster Zeit viel mitfilmen werde. Wie gesagt, erstmal im Moment nicht. Falls es doch ein paar Schnipsel gibt, kann ich eventuell einen Zusammenschnitt von August machen und euch so einen, ja, Monatsrückblick in ein paar Bildern und Erlebnissen geben. Vielleicht auch in ein paar Worten, wenn ich das Buch noch geschafft habe, auch mit diesem Buch. Aber versprechen werde ich nichts und oh, so wenig wie ich erzählen kann, umso aufgeregter bin ich und umso neugieriger bin ich, was der August noch bringt und was dann der Rest des Jahres noch bringt. Abgefahren, was so passiert. Und wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ihr trotzdem wieder einschaltet, wenn es auch jetzt wieder eine längere Pause wahrscheinlich geben wird. Guckt gerne bei den anderen Videos vorbei, bei den älteren Videos. Ich ja, stehe hinter jedem Video und würde mich freuen, einfach wenn ihr so lange geduldig bleibt und euch mit den anderen Videos begnügt. Genau. Ich kann auch keinerlei Worte noch dazu verlieren, was ihr jetzt vor diesem Clip gesehen habt, denn ich habe keine Ahnung, was ich gefilmt habe in der vergangenen Woche. Das sind ja, naja, schon mehr als eine Woche. Und oh, was bleibt mir hier übrig? Ich kann gar nicht richtig mich verabschieden irgendwie, weil ich das nicht möchte. Und es soll ja auch kein Abschied sein, aber ja. Für diejenigen, die es interessiert, es wird garantiert auch noch ein bisschen was zur Schilddrüse kommen. Ich habe im August noch zwei wichtige Termine, wenn ich es zeitlich schaffe und auch hoffentlich möglichst zeitnah, werde ich euch davon berichten, denn ich finde es wichtig. Ich habe nämlich das Problem, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass ich einen ordentlichen Arzt finde, der mir weiterhelfen kann oder bei dem ich von vornherein die Chance gesehen habe. Und jetzt habe ich eben schon vor 2 Monaten, glaube ich, ausgemacht, 2 Termine. Und darauf hingefiebert und gewartet und gewartet. Und es hat sich ganz viel in letzter Zeit auch wieder getan und ich kann eigentlich auch ganz viel, zumindest für meinen Fall, davon noch erzählen, aber
Genau, das passt jetzt hier in dieses Video gar nicht rein, deswegen würde ich da gerne ein gesondertes Video machen. Quasi ein Schilddrüsen-Hashimoto, wie auch immer, Update. Und ja, je länger ich mich im Display immer mal wieder ansehe und sehe, dass ich hier so doppelkindmäßig liege, desto schlimmer wird das Ganze. Ja, ich freue mich auf das, was kommt in der Realität und auch auf das, was ihr dann hoffentlich bald sehen werdet und ich euch zeigen kann. Und ja, es ist gerade für mich, nur um es einmal kurz zu beschreiben, ich muss mal eben gucken, wie ich so aussehe. So. Es ist für mich, im Moment fühlt es sich total so an wie ein kompletter Neustart meines Lebens. So ein bisschen, als hätte ich vorher die ganze Zeit geschlafen, geschlummert in einem Kokon und als würde ich jetzt ausbrechen und würde Leben anfangen. Und das ist herrlich. Das ist richtig, richtig herrlich. Und ich weiß jetzt schon, ich habe eben große Veränderungen vor mir stehen und unter anderem, so viel kann ich verraten, auch räumliche Art. Das heißt, ich werde mich auch von ein paar Menschen in dem Sinne räumlich entfernen und eventuell trennen müssen. Das wird mir sehr schwer fallen. Und das ist natürlich schade und gleichzeitig behalte ich so das Gute in meinem Herzen und nehme das mit und nehme jede positive Erfahrung, jedes tolle Gespräch, jedes gute Wort mit. Und die Gewissheit, dass es eben gute Menschen gibt. Und ja, je mehr ich von denen kennenlernen darf, umso schöner. Und eigentlich heißt es ja nur, dass man doch recht gut gelebt hat und intensiv gelebt hat, wenn einem ein Abschied schwerfällt. Und ja, genauso ist es aber auch, dass ich mich unglaublich darauf freue, auf Neues, was auf mich wartet und was da auf mich zukommt. Und ja, neue Herausforderungen. Ja, deswegen hoffe ich, trotz weniger erklärender Worte, dass es ja, der richtige Schritt ist, jetzt hier auch zu sagen, dass ich mit dem Weiterführen von dem Lesen dieses Buches aufhöre, denn so viel habe ich ja jetzt auch noch gar nicht gelesen. Und die wichtigsten Anfangsinfos habt ihr bekommen, deswegen kann ich das ein Stück weit gut gewissens machen, wenn ich euch dann eben noch einen Rückblick quasi dazu gebe, noch eine Rezension dazu drehe. Ihr dürft mir trotzdem sehr, sehr gerne erstens mal Feedback dalassen zu vor allem den letzten drei Vlogs. Ich würde mich riesig darüber freuen, denn ich habe mir trotzdem so gut es ging Mühe gegeben und versucht, euch so viel wie es nur ging mitzunehmen. Gerade die letzte Folge mit der Stadtparklesung. Ich habe sie vorhin erst fertig gekriegt und online gestellt. Es ja, hat mich unglaublich glücklich gemacht, dieses Event und dann auch so ein bisschen was mitzufilmen, mit euch teilen zu können. Denn wie gesagt, es war ein absolut toller Abend, abgefahren, schön und einzigartig und deswegen tolle Erfahrung. Genau, aber auch gerne in die Kommentare. Ich hatte die Idee, ich habe gesehen, die Autorin kommt zur Lit Love im November nach München. Und ich werde auf jeden Fall auf der Lit Love in München dabei sein. Vielleicht drehe ich dazu auch noch ein kurzes Ankündigungsvideo, damit man das schneller findet. Jedenfalls, was ich damit sagen will, die Autorin kommt zur Lit Love. Ich werde das Buch dann bis dahin hoffentlich gelesen haben und mitnehmen und mir signieren lassen. Und das heißt, ihr könnt mir mal gerne ja, so Infos da lassen, ob ihr vielleicht auch zur Lit Love fahrt und wenn ja, ob Samstag und Sonntag und ob es vielleicht schön wäre, sich da zu treffen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen und falls ihr mich da seht und es kein offizielles Treffen gibt, dann sprecht mich einfach an und ja, sagt mir Bescheid, wer ihr seid. Ich würde mich riesig freuen, ja, da den einen oder anderen zu sehen, zu treffen, kennenzulernen, ein bisschen zu unterhalten. Fände ich sehr, sehr schön. Und ich hatte noch so ein bisschen die Idee von ein paar Autorinnen, die ich nicht so besonders kenne,
Bücher zu lesen, die eben auch zu Lidlof kommen. Das heißt, mal zu gucken, ob es da ein paar Bücher gibt, die mich interessieren und die dann eventuell, was heißt eventuell, die dann noch anzuschaffen und zu lesen bis dahin. Ob sich das vielleicht lohnt, ob da jemand mitmachen möchte oder ob einfach das Interesse besteht, dass wenn ich das mache, dass ich das möglichst vielleicht auch mitfilme oder zumindest meine Meinung dann danach auch hier lasse. Genau, also lasst mir gerne eure Meinungen hier in den Kommentaren. Ich freue mich auch auf alles, was kommt, egal ob in meinem Leben, ob ihr das mitkriegt oder nicht. Und ich wünsche euch, dass es euch mindestens zu so viel genauso geht. Dass ihr auch eine schöne Zeit habt, einen schönen Sommer hattet. Und wir uns eben vielleicht sogar im November sehen auf der Lidlof. Ich würde mich so riesig freuen. Und sag erstmal bis auf Weiteres. Tschüss.